Was geht, Freunde? Willkommen zu einem neuen Platin-Guide. Heute ist das Messer dran in Modern Warfare 3, wie ihr schnell auf Gold und Platin erspielen könnt, zeige ich euch in diesem Video. Lasst eine Bewertung da, gerne auch einen Kommentar, wenn ihr rücken muss, und gerne ein kostenloses Abo. Ich würde sagen, Freunde, wir gehen rein, let's go und bam! Also, Freunde, ihr findet die Messer bei der Nahkampfkategorie, also bei den Secondaries. Ihr müsst hier das Karambitmesser und das Ausweidemesser auf Gold gespielt haben, damit ihr hinterher die Platinaufgabe für die Messer freischalten könnt. Und bei der Basiszahlung müssen wir die Waffe auf Stufe 4 gelevelt haben. Max-Level ist bei beiden Kampfmessern auf Stufe 6. Und wie gesagt, ab Stufe 4 müssen wir 50 Kills machen. Und wenn wir das gemacht haben, können wir schon die Goldtarnung erspielen. Wir haben einfach Maps auswählen, die klein sind, und auch Playlisten auswählen, die klein sind. Ne, zum Beispiel Rust 24/7 oder Moshpit Modern Warfare 2. Ja, von da kommen wir auch schon zur Goldtarnung. Hier müssen wir 10 Gegner blenden oder betäuben mit Taktikausrüstung und müssen ihn dadurch dann auch killen. Ist auch eine sehr einfache Nummer, wie gesagt, einfach Betäubungs- oder Blendgranaten einpacken. Ich habe auch, wie gesagt, als Primärwaffe das Einsatzschild eingepackt. Das heißt, mit dem Einsatzschild Gegner blenden. Wenn ihr einen geblendet habt, dann zur Waffe wechseln, falls zum Messer wechseln, und dann killen. Ne, auch hier die Handschuhe, die ich euch empfehlen kann. Schnellgriffhandschuhe steigert das Waffenwechseltempo. Das heißt, ihr könnt schnell zum Messer wechseln, wenn er betäubt ist, und auf ihn zurennen. So, wisst ihr, ich meine, auch eine sehr einfache Nummer. Das ist ein klasse Setup, was ich euch hier empfehlen kann mit der Technikerweste. Ne, da habt ihr hier auf jeden Fall das Messer dabei, zwei Betäubungsgranaten. Wie gesagt, Ausrüstung habe ich die Munitionskiste ausgerüstet für mehr Betäubungsgranaten. Dann wieder die Schnellgriffhandschuhe. Dann die Sneaker, die für Totenstille sorgen. Geist habe ich ausgerüstet und Bombenräumer, also kugelsichere Weste. Ihr könnt auch Taktikmaske einpacken, eins von den beiden, was euch lieber ist. Vorhin, wenn wir das andere Messer auch schon auf Gold gespielt haben, können wir mal weitermachen mit dem Ausweidemesser. Hierfür müssen wir 5x5 Abschüsse machen, ohne zu sterben. Also müssen 5x blutrünstig machen. Und die Aufgabe ist vollkommen Quatsch. Also ich habe wirklich die Aufgabe gelesen und habe gedacht so, ach du Scheiße. Blutrünstig mit so einem blöden Messer. Aber wirklich, die Aufgabe ist verbuggt. Also ihr müsst kein blutrünstig machen, ihr müsst einfach irgendwie Kills machen. Ich weiß nicht, 2er-Streaks, 3er-Streaks hin. Ich habe, glaube ich, nur 2x blutrünstig gemacht und irgendwie waren es dann jetzt ja doch 5 irgendwie, ich habe keine Ahnung. Also 2er- und 3er-Streaks hin auch irgendwie. Keine Ahnung. Macht es auf jeden Fall so schnell, wie es geht. Sonst wird es wahrscheinlich noch irgendwann hinterher gepatcht oder gefixt und ihr müsst dann wirklich 5er-Streaks machen. Dann kommen wir schon zum zweiten Messer, zum Karambitmesser, das wie gesagt ein bisschen weniger Reichweite hat, aber dafür mobiler ist. Und hierfür müssen wir bei der Platinaufgabe 20 Abschüsse machen, ohne Schaden zu nehmen. Oder wie gesagt, das ist relativ einfach. Freunde, wir sind drin in der Runde Farm 18. Wie gesagt, die beste Map, um das Messer zu leveln. Komm mal ran, mein Junge. Wir haben hier immer schön in die Mitte reingehen, in die engen Gänge. Schön verwinkelt hier, dass die Gegner auch wenig Reaktionszeit haben. Und dann können wir auch richtig schön hier unsere Kills machen, ohne Schaden zu nehmen. Vorführeffekt. Oder wie gesagt, auf Blut und sich zu gehen oder whatever. Also ich würde beide Messer, wie gesagt, hier in Farm 18 machen. Oder Shootout geht auf jeden Fall auch fit. Also jetzt hier keinen Schaden genommen. Komm mal ran. Schade, ich hätte aber hier auch keinen Schaden genommen. Also das ist relativ easy. Ja, wenn ihr jetzt einen blenden wollt, blenden. Ne. Hallo, hallo, sollst du die Waffe wechseln? Ach, scheißegal. Von beide Messer könnt ihr sehr, sehr easy hier auf Farm 18 auf jeden Fall zocken. Und ja, wenn ihr größere Maps spielen sollt, auf jeden Fall dann irgendwelche Bereiche wählen, die enger sind. Oder also, ja, verwinkelter sind, sagen wir es mal so. Meine Güte, Gegners. So, wir haben jetzt eine Blendgranate, blenden. Und zack, habt ihr gesehen? So könnt ihr die Blendkills machen, ohne Probleme. Ne, mit dem Schild blenden und dann, wie gesagt, wechseln, wenn er geblendet ist. Und dann könnt ihr auch hier locker easy die Kills machen. Ran, Junge. Hey, bleib mal stehen, Junge. Du Dulli. Au! Und ja, kommt nicht auf die Idee, das Messer irgendwie auf der Map Bracelet oder so zu spielen. Da macht das wirklich gar keinen Sinn. Also, ihr sollt auch auf jeden Fall achten, dass die Maps richtig sind. Das heißt, vernünftig sind. Oh, mein Süßen. Ja, wo spawnen die denn, Alter? Komm mal ran jetzt hier. Ich muss mal mit dir reden. Zack. Beide Messer würde ich auf jeden Fall bei Farm 18 machen oder wieder bei Shoothouse. Das sind wieder die perfekten Maps fürs Messer. Wir einfach in die Mütze hier gehen. Die ist auch bei Herrschaft die B-Flagge. Oder bei Stellung halt die Position ist dann meistens immer hier. Kann ich euch auch als Tipp geben. Und wie gesagt, ist hier auch die ganze am meisten los, ne, auf jeden Fall. Das heißt, hier kommen die meisten Gegner mal rein. Die ist am meisten los. Und das macht uns doch alle happy, ne? Wie ein Happy Meal. Ja, Freunde, das soll es mal mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen, der kleine Platin-Guide. Wie gesagt, wenn ihr mal irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne rein. Und ich würde sagen, Freunde, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Wow.